Your city has grown more beautiful. I'll admit, your people are willing to fight. You do what you have to protect your own. Wow, have you got some big ones there? Get some rest. It's going to be a long voyage. So, sorry, jetzt bin ich auch da. Guten Morgen zusammen. Ja, wie angekündigt, das wird jetzt eher ein kurzer Stream, ein Stündchen, gutes Stündchen. Denn um zwei muss ich meine Tochter abholen aus dem Kindergarten. Aber vorher schieben wir nochmal schnell ein bisschen Anno ein. Allerdings habe ich tatsächlich eine gute Nachricht, denn wenn ich das auf Twitter gerade eben richtig gesehen habe, dann wurde die Beta verlängert bis irgendwann heute Nacht. Das ist ein bisschen merkwürdiger Endzeitpunkt. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann geht die Beta bis heute Nacht um 3. Das heißt, wir können heute Abend nochmal richtig schön ein bisschen Anno spielen. Allerdings gibt es um 17 Uhr auch noch irgendwelche News über einen neuen Battle Royale-Shooter von den Titanfall 2-Machern. Da soll allerdings um 17 Uhr irgendeine Ankündigung kommen. Mal schauen, wenn der tatsächlich heute noch live geht, gucken wir vielleicht zumindest mal kurz rein. Aber wir schauen mal, auf jeden Fall gibt es heute Abend nochmal richtig schön Anno. Und dann gucken wir mal, was so geht. So, jetzt gucken wir erstmal, wo waren wir gestern zu Gange. Hier die Hauptinsel läuft ja jetzt endlich. Wir haben noch mal ein bisschen was abgegradet. Wir sind inzwischen sogar über 3000 plus. Das ist ja schon mal super. Sehr schön. Wir waren mit dem Zoo beschäftigt und hatten unsere Expedition abgebrochen. Die ist allerdings noch nicht wieder zurück. Probieren wir mal. Naval Power und Force haben wir, ja. Wir müssen... Mein Gott, ist das heute Morgen laut. Wir müssen noch mal gucken, mit was wir Hunting kriegen. Es gibt auch irgendwelche Items für Hunting. Allerdings ist mir da spontan entfallen, was das war und ist. So, jetzt stellt sich nur die Frage, bauen wir hier unsere Zweitinsel weiter aus? Uff, it's peculiar here. Oder bauen wir lieber noch ein bisschen in der neuen Welt? Da bin ich jetzt tatsächlich mir ein bisschen unschlüssig, aber wir können ja auf jeden Fall hier erstmal noch ein bisschen weiterbauen. I could simply go to Prince. Boot doesn't indeed taste half as bad as they say. Da ist er ununterbrochen drüber sich am Beschweren, ne? So, jetzt machen wir mal nix und lassen ihn einfach mal machen. Einfach mal, dass wir hier noch ein bisschen was umgestellt kriegen. Weil wir auch noch mal checken können, was wir denn für diese Maschinen jetzt brauchen. Ich meine, so langsam sind wir ja dann auch am Ende angekommen. Auf der Hauptinsel müssten wir doch, genau, guck mal, für das Krankenhaus haben wir tatsächlich alles. Was brauchen wir hierfür? Ah ja, Cutten können wir aber aus der neuen Welt bringen. Eine Hunting Cabin. Können wir theoretisch sogar hier hinbauen? Das würde ja vielleicht sogar... A fire broke out. Oh, Moment.
Oh ja. Game save. Ey, Feuer. Hallo. The fire is out of control. Oh ja, oh weia. The twisted demon face is in the flames. Das ist natürlich tatsächlich ein ziemlich großes. Auch ein großes Areal hier, also brauchen wir hier mit. Ja, da ist schon eine Feuerwehr, wobei das immer noch was. Ich glaube, wir nehmen hier die Sachen mal gerade raus. Da sind zwar unsere Stadtschönheit noch mal ein bisschen, aber diese Stadtkatastrophen, die Feuer und so, die sind echt heftig. Wobei hier nichts komplett niederbrennen sollte. Wie groß ist das? Ja, das ist hier schon wieder unter 20. Hier ist das Feuer schon aus. Hier sind auch unter 20. Dann ist das Feuer auch schon wieder aus. Also, dieses Out of Control, naja, das nehmen wir jetzt mal nicht zu ernst immer. So, wir wollten gerade mal nach den nach der Hunting Cabin gucken, damit wir uns hier schon mal ein bisschen was aufs Lager legen können. Ich weiß nicht, wie lange die fürs Produzieren braucht, deshalb macht das gegebenenfalls sogar Sinn. Nice day for it. Planting, was will er denn bei einem Jäger? Aha. Naja, vielleicht legt er Fallen aus. Das kann natürlich nicht sein. So, gucken wir mal, wie hoch er geht. Ob er tatsächlich hochgeht auf 100%, wie er das eben angezeigt hat. Dann packen wir uns das Lager schon mal voll und dann können wir ja nach Baumwolle in der neuen Welt mal schauen. Genau, wir waren am gucken. Rum haben wir in der neuen Welt. Holz haben wir sowieso überall. Das heißt, wir können tatsächlich ein bisschen Rum herstellen, wobei wir davon die nächste Stufe in der neuen Welt brauchen, was aber ja auch geht. Der Zoo ist okay. Ein Theater haben wir, meine ich, schon gebaut. Ach genau, für die brauchen wir eigentlich, ich sag mal vorsichtig, auch nichts Besonderes. Zumindest um mal ein paar zu produzieren. Wie groß ist denn das Areal, das das Krankenhaus ab? Da müssen wir aber auch zwei von bauen. Wenn nicht sogar drei. Das ist tatsächlich nicht sonderlich groß, was es abdeckt. Oh je. Da haben wir unseren Stadtkern natürlich ein bisschen unausgeglichen umgebaut. Ja, wobei wir die Town Hall hier natürlich auch noch verschieben können. Die hat ja im Moment, so wie wir sie gebaut haben, sowieso keinerlei Funktion. Und wenn wir dann hier das Krankenhaus hinsetzen, deckt das schon einiges ab. Wobei es noch effektiver wäre, wenn wir die Polizei ein bisschen verschieben würden. Die Straße hier macht sowieso keinen Sinn, so wie ich sie jetzt gebaut habe. Natürlich nur gucken, ich habe jetzt einfach überall ein bisschen Gras hingesetzt, um unsere
Game save. Wie heißt es noch gleich auf Deutsch? Unser Aussehen, unsere Beliebtheit der Stadt ein bisschen zu steigern. So, jetzt müssen wir aber doch. The festival has ended. Hier wird so. Naja, die paar Häuser hier werden nicht erreicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall den Stadtkern im richtigen Spiel deutlich schöner ausbauen. Das ist so nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall kompakter bauen, damit wir diese ganzen Gebäude, die eine kleine Reichweite haben, besser ausfüllen können. Aber jetzt für die Beta geht es noch. So, wo wir gerade beim Thema kompakt bauen sind, wo zimmern wir uns denn jetzt die Produktion hin? Für die Nähmaschinen. Wir brauchen Eisenwaren, von denen wir jede Menge haben. Das heißt, im Prinzip müssen wir eigentlich nur die Nähmaschinenfabrik bauen. She had bunions, silly old coot. So I says, keep your feet in health or you can't work. And your six little mouths will go hungry. Wir haben genug Holz und wir haben. Wobei Holz, warum ist Holz eigentlich nicht am Anschlag? Greatly decreasing. Wir können nochmal einen Holzfäller bauen. Der ist tatsächlich auf 100%. Schön. I feel awful about us losing touch. 98. Brauchen wir einfach hier hin. So, dann haben wir das. Denken wir die Stadtstraße hier gerade noch ab. So, dann schauen wir mal, bis das hier, ob das hier alles anfängt. Hier sind schon die ersten Nähmaschinen. Die sollten ja eigentlich halten. Das sind ja keine Verbrauchsgüter wie. Verkaufe ich die Sachen immer noch? Schauen wir mal. So. Jetzt wollte ich aber gerade noch gucken, wie sieht das aus? Ja, hier ist tatsächlich schon ein bisschen Fell. Das wird natürlich jetzt mit einer Jagdhütte nicht sonderlich schnell gehen. Lass uns noch mal kurz in die Produktion reinschauen. Naja, der braucht eine Minute für ein Fell. Wir haben aber 300, sind 300. Nee, da können wir ruhig locker noch einen zweiten bauen. Alle. Wow, okay. Die sind dann trotzdem beide noch bei 100%, weil der selbst auf den Feldern hier jagt. Na, das probieren wir doch mal aus. Der wirklich auf 100 hochgeht. So, dann haben wir das gebaut. Dann müssen wir uns jetzt eigentlich ein bisschen der neuen Welt widmen, damit wir die Rumproduktion ein bisschen in die Gänge kriegen.
Game saved. Aber ansonsten läuft ja eigentlich alles. Haben wir das Tee? Nee, das ist das Krankenhaus, was wir eben gebaut haben. Das ist die Kirche. Haben wir das Theater wirklich schon gebaut? I saw in heaven's bright chariot. Ja, irgendwo haben wir da... Ist das das Theater? Nee, das ist die Schule. Okay, ich sehe es zwar gerade nicht, aber... The truest work of art is but a shadow of its friend. Ja, das ist die Schule. Hier sieht man ja sogar die... Ach, ja, blind. Da ist das Theater, ja. Okay. Dann haben wir das Theater tatsächlich schon gebaut. Der Bedarf an Nähmaschinen ist jetzt sogar gedeckt. Ach, das heißt, dann ziehen... Ach, natürlich, weil es Needs sind und dann ziehen auch noch mehr ein. Okay, ja, super. Sehr schön. Don't waste your effort. We're dead already. Play that blunder. Gut, da... Ach, da brauchen wir aber auch nicht mehr viel für die Universität. Wir sind bei 1003... Wow, wir haben tatsächlich 1378 und brauchen nur 1500. Das sollten wir ja. Wish I had something to complain about. Tatsächlich schnell hinkriegen, dass wir hier unseren Stadtkern noch mal ein bisschen hochziehen und das müsste doch dann schon reichen, genau. Jetzt sind wir schon über 1500, haben aber immer noch genug Arbeiter. Und da wir ja auch genug Farmer haben, können wir auch nochmal ein paar Gebäude upgraden. So. Durch die Ansicht, also entweder guckt man direkt von oben drauf, allerdings sieht man dann ja so eine leichte oder stärkere Schrägansicht, finde ich schon besser. So. Jetzt waren wir aber tatsächlich hier auf der großen Insel so weit durch. Wir haben noch einen zweiten Jäger gebaut. Wir haben noch mal eine einen Holzfäller gebaut, weil bitte. Wollte der gerade eine von uns bereits besetzte Insel besiedeln? Oder wollte er einfach irgendeine besiedeln? Trauben? Oh. Oh, die Insel hier geht aber auch. Ja, wobei wir uns die jetzt fairerweise in der Beta tatsächlich nicht mehr sichern müssen. Also ich kann mir vorstellen, im endgültigen Spiel, dass ich die einfach mal zupflanze. Die ist immer noch auf der Expedition. Also so langsam könnte es da aber auch mal zurückkommen. So, das läuft aber alles so mittelprächtig hier erstmal und wir brauchen einiges in der neuen Welt. Genau, hier hatten wir gestern Abend noch schnell angefangen. Ich hatte das hier noch hochgebaut. Ich denke, das macht auch Sinn, dass wir den Stadtkern hier so ein bisschen hochziehen. Und wenn die Insel gleich hier breiter wird, können wir das hier noch ein bisschen vergrößern. Hier ist ja auch noch einiges an Platz. Da müssen wir natürlich dann
came saying. Im Idealfall haben wir jetzt natürlich hier angefangen, die Häuser hochzubauen. Da müssten wir jetzt mal gerade ein bisschen mit aufhören. Und unseren Stadtkern eher hier ein bisschen aufbauen. Was bedeutet, dass wir noch... Ach, hier. Oh Gott sei Dank. Wo ist denn die Kirche? Ich sehe sie doch. So, dann haben wir nämlich das Kerngebiet hier jetzt erstmal abgedeckt. Eine Town Hall brauchen sie nicht unbedingt. Was mich ein bisschen stört ist, wo kann ich auf dieser Insel hier jetzt sehen, was ich hier alles anbauen kann. Wenn die Insel nicht bevölkert ist, dann sieht man das direkt auf dem hier, oder? Das ist natürlich dann jetzt ein Problem. Das Couch oder Couch. Okay. Okay, wir können auf jeden Fall Rum hier anbauen, allerdings keine Baumwolle sehe ich gerade. Das ist natürlich richtig bescheiden. Ist denn hier noch irgendwo eine Insel? Müssen wir doch tatsächlich jetzt nochmal nach einer Insel gucken. Was? Hallo? Was soll das? Ich hab doch das... Hi. Nee, hab ich nicht. Okay. Unfurl the sail. Weil wir brauchen noch eine Insel. Hier sind sowohl Perlen als auch Baumwolle. Die ist zwar... hier könnte man zumindest ein bisschen was bebauen. Alternativ wäre die hier, die allerdings keine Baumwolle hat. Die hier hat Baumwolle und hat wahrscheinlich hier noch am besten alles. Oder hier ein bisschen. Ne, weiter rauszoomen kann man auch tatsächlich nicht. Da würde ich aber sagen, ist die Insel hier besser, wobei die im Moment, wo sind sie unterschiedlich? Kautschuk und Korn, das haben wir aber schon hier. Hier ist nämlich noch Kakao dabei, was hier wiederum fehlt und wir auf unserer, doch, auf unserer Originalinsel haben wir schon Kakao. Gut, aber ich würde trotzdem die hier nehmen. Ready the ropes? Ne, das sind tatsächlich alle Inseln. Wow, also irgendwie kommen mir die Karten ein bisschen klein vor. Beziehungsweise in der neuen Welt sind die Inseln so ein bisschen, vielleicht haben wir da auch einfach nur Pech gehabt, müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es sogar einen Map-Editor oder irgendwas. Aber das finde ich jetzt gerade nicht so schön. Jetzt wollte ich mir aber die Anzeige, wir haben 7 Goldminen, 12 Ölfelder und 3 Maclay. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. So, hier finden wir auch keine neue Insel mehr. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal schnell noch eine zweite Insel hier. Bevor hier irgendjemand anderes noch auf dumme Ideen kommt. You can rely on us. Was? Oh, da fällt mir aber gerade ein. Was denn jetzt? Das hier ist doch unsere Insel. You can rely on us.
Game saved. Hallo? No harm in a bit of fun, a bit of filth. Keeps the oil lit when world's danger weak. Nee, da, hä? New unionism is our future. Us filings swept into an iron tide. The rattle of the workers. Das hier freedom and equality Insel. For all. Okay, ich denke, wir haben tatsächlich gerade mal den ersten Bug gefunden. Es wird alles ist leer. We are currently not storing any items. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Ganz kleinen Moment mal bitte. We all like a nap in the orchard. So, ich muss mich doch mal gerade kontrollieren. Ist der Ton noch immer noch da? Ja, sieht so aus. Okay. Ja, das hat ja irgendwie jetzt nicht so funktioniert, wie gedacht. Was, Ich setz mal im Stream einen Tag, dann kann ich das tweeten. So, Markierung ist raus. Dann tweete ich das einfach mal zu den Arno-Leuten. Oh. Oh. Das ist jetzt aber wirklich nicht schön. Er wird auch nicht behoben. Und auch so nicht. Aber ich muss doch Sachen. Ich hab doch. Storeroom's full, Boss! Ja, er beschwert sich ja sogar, dass der Storage full ist. Und trotzdem. Okay, gut. Ja, ist eine Beta. Dann speichern wir mal gerade ganz kurz ab. Springen mal zurück zum Menü. Stellt sich nur die Frage, wenn wir das jetzt laden, ohne das Spiel neu zu starten, ob das jetzt funktioniert. Aber es kommt zumindest ein Ladebildschirm, was ja dafür spricht, dass er tatsächlich das Game neue save. Lädt. Your city has grown more beautiful. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Okay, dann fahr du mal schnell in die alte Welt, bis wir rausgekriegt haben, wie wir das hier mit den leeren. Konto, weil so können wir uns natürlich. Oh, hier wartet tatsächlich. Aber du bist schon auf der letzten Stufe für hier. Wenn das nicht zu oft vorkommt, dann können wir das erstmal so lassen. Vor allem können wir da jetzt sowieso nichts dran machen. Ich könnte hier noch ein zweites Warenhaus hinbauen.
das vielleicht Sinn macht. Was ist denn mit dem hier? Ne, hier ist dann schon nicht mehr so viel. Das heißt, das müssten wir tatsächlich hier mal... Oh ja, da wartet aber schon wieder der Nächste. Das stört natürlich die Produktion dann doch. Jetzt haben wir nochmal zwei, machen wir nochmal drei. Full Output Storage. Ach, für Brick, okay. Ach, hier zeigt er aber sogar, bitte, 7 von 150 und der Output Storage ist... I can teach you how it works. 7 in Iceland Storage und das ist, oh je. Ich glaube, da haben wir aber hier tatsächlich einen etwas schlimmeren Fehler. Wir haben tatsächlich nur 7 Bricks gespeichert. Und die Gebäude haben die Produktion eingestellt. Was macht unsere... Come to watch. Oh je. Hier zeigt er 146 an und hier zeigt er 116 an. Und er hat die Produktion komplett eingestellt. Oh je, das scheint aber ein größerer Bug zu sein, den wir hier haben. Das wäre natürlich jetzt... extrem schlecht, wenn die Insel hier komplett gebuggt wäre. Better doing this by hand. Game save. Ich google mal gerade, ob wir da jetzt auf die Schnelle irgendwas hinkriegen. Das ist natürlich jetzt super unschön, ausgerechnet in der einen Stunde, die wir nur spielen können, dass wir dann so einen Megabug haben. Aber gut, dafür ist es eine Beta. Da haben wir tatsächlich mal einen ziemlich kritischen Bug gefunden. Arbeitskräfte verlagern, das soll ja später kommen. Nee, das ist alles nur allgemein, eher allgemeine Diskussion, ist aber auch wahrscheinlich eher falsch. Technical Support sollte ja richtig sein. Ich sehe zumindest keinen Forum-Post irgendwo. Das wäre natürlich was. Oh, ein Feuer. Oh je. Dann ausgerechnet hier, wo wir nicht... I feel it reflects the times. Ja, klar, natürlich. Jetzt. Ach, jetzt beschwert. Oh, das war so klar. Das Feuer ist eine Sekunde vorher ausgebrochen. Und über was beschwert er sich? Über das Feuer. Das gibt es ja überhaupt nicht. Ja, wir müssen die Straßen hier upgraden, damit auch die Feuerwehr schneller ist. Wo ist die Feuerwehr denn? Die guckt hier immer noch irgendwo rum.
Und dann haben wir nur eine davon und es stehen schon drei Gebäude in Flammen. Hm. Wie ist denn die Feuerintensität? Die ist hier bei 35, hier bei, wobei sie hier schon runtergeht. Hier ist sie schon bei 40. Hier kommt aber jetzt nochmal eine zweite Feuerwehr. Ja, hilft ja nichts, dann müssen wir hier gerade nochmal eine bauen. Also ich weiß nicht, für den Stream ist es vielleicht ganz schön, wenn hier hin und wieder mal ein bisschen Action ist, aber insgesamt weiß ich nicht, ob mir die Mechanik wirklich gefällt. Okay, jetzt natürlich Incident Nearby, das hat jetzt keinen Sinn hier zu schauen. Ja, hier steht nämlich jetzt schon wieder das nächste Gebäude in Flammen. Gut, dass wir da geguckt haben. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal ein Auge drauf haben. Aber ich denke, das müsste auch die eine Feuerwehr hier in den... Ach, die mussten hier auch noch den Umweg fahren, weil... Oder? Ne, hier wieder eine Straße lang. Okay, wenigstens hat er das Gebäude zu Ende gelöscht und ist dann hier weiter und nicht zurück oder sowas. Das ist ja dann KI-technisch schon mal okay. Dann ja, ist das Feuer auch aus, okay. So, dann kümmern wir uns doch tatsächlich nochmal um unsere verbuggte neue Welt. Das ist jetzt aber tatsächlich ganz schön hässlich hier. Was machen wir denn da? Ah, wir machen einfach mal die Augen auf, weil wir bei Items gucken und... Hä? A new commission? Hab ich die... Ah, okay. Lassen wir das. Einfach blind. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr schlafen und weniger Super Bowl gucken. Oh je. Na, wobei wir nicht so viele Eisenbahnen haben. Wobei wir, glaube ich, auch nicht viel brauchen für ein... Wobei ich das dann trotzdem nicht verstehe, warum. Deswegen bin ich doch erst drüber gestolpert, weil der auch die Produkte... Ach, weil der kein Lager... Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Der hat die ganze Zeit nichts produziert, weil er kein Warenhaus in der... Ich werde wahnsinnig. Aber der hat doch auch die Produktion eingestellt gehabt. Ach, der hat die Produktion eingestellt, weil wir zu viele Stämme und wir aber... Okay. Okay. Gut, mit der zweiten Fabrik sollte das mit den 17 hier aber jetzt tatsächlich ja dann mal ein bisschen zügiger gehen. Ich weiß gar nicht, eine Clay, wo ist die Produktionskette? 30 und eine Minute, das heißt... Zwei Ziegeleien pro Lehmmine. Ja, aber so viel brauchen wir davon ja jetzt auch nicht. So, jetzt haben wir das abgegradet. Wir wollten... Ah, ja, genau, für den Kontor. Nehmen wir mal alle mit und gucken einfach mal. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, wie viel wir brauchen. Im Notfall müssen wir wieder zurück. So, wir wollten hier ein bisschen anfangen. Die Fragen, ja, das ist aber alles viel zu klein. Hier müssen wir auf jeden Fall extrem kompakt bauen. Das ist mal ein ganz guter Test für... Your ship has returned from its voyage. Richtiges Spiel. Die Expedition ist immer noch nicht zurück. Doch, die Expedition ist gerade zurückgekommen. Okay.
Jetzt müssen wir mal noch mal ein bisschen Champagner nachlegen, weil wir haben tatsächlich ein bisschen Bonus verloren, dadurch, dass es nur 48 sind. Du kommst zurück. Naval Power und wir haben zumindest ein bisschen Force. Was wir brauchen ist Hunting. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Oh, Moment. Die Ship of the Lions haben an sich schon eine höhere Naval Power. Und da wir ja ein... Moment, dann müssen wir das anders machen. Die Ship of the Line haben an sich schon eine höhere Naval Power. Was bedeutet... Ach, ich will das auch nie lernen. Dass Escape auch nicht in den Menüs funktioniert. Make sail. So, wen nehmen wir denn? Irgendwann? Ja, die haben ja aber auch tolle Namen. More than ready. Let the sails fill. Let the sails fill. Aim safe. Attention for the Admiral. So, dann nehmen wir dich mit. Und wir nehmen dich mit, weil du Navigation Naval Power hast. haben wir irgendwelche Items? Naval Power bringt es noch mehr. Ein bisschen Diplomacy. Wo, allerdings auch nur 10. Face und Medicine. Force Naval Power Hunting. Ach nee, die kann man nicht sockeln. Ja, das macht natürlich nur Sinn, wenn wir sie auch sockeln können. Dann nehmen wir doch ihn mit. Er bringt nochmal ein bisschen Naval Power, er bringt auch nochmal Force. Wir können ihn sockeln und er bringt tatsächlich Movement Speed. Dann nehmen wir doch ihn mit. Jetzt müssen wir nur noch gerade mal gucken, was können wir einpacken, was Hunting bringt. Gab es nicht irgendwo eine Anzeige? Wo wurde das denn nochmal angezeigt? Fisch bringt so viel, weil Holz bringt weniger Crafting als Steel Beans. In welchem Menü wurde das nochmal angezeigt? Hier, oder? Genau, hier Crafting. So, jetzt müssen wir nochmal gerade gucken, was bringt nochmal Hunting? Nochmal ein paar Kanonen bringt Naval Power. Das ist Crafting. Das ist Medicine. Das ist Crafting. Habe ich mir... Täusche ich mich gerade? Ach, die... Ja, wobei, das sind 20 und das sind auch nur 20. Dann packen wir doch hiervon einfach mal 50 ein. Oh, gut, dass wir schon die Jagdhütten gebaut haben. Super, da haben wir jetzt zumindest mal 20 Hunting. Das sind alles in Anführungszeichen, ja, wobei ein bisschen extra Rationen können wir natürlich auch mitbringen. Jetzt weiß ich nur nicht, hier steht nur einfach extra Rationen. Brot war
Face, das sind auch nur extra Rationen. Wir probieren das einfach mal aus. Wir haben hier ein bisschen Canned Food. Packen wir einfach mal 50 davon ein. Weiß nicht, ob das mehr bringt als irgendwelche anderen Produkte. Ja, theoretisch könnten wir nochmal 20 Hunting, wenn wir nochmal 50 einpacken. Aber das dauert jetzt alles zu lange. Packen wir uns nochmal was ein. Wir packen uns nochmal ein bisschen Champagner ein, falls doch ein bisschen Diplomatie kommt. Da haben wir nämlich jetzt tatsächlich gar nichts dabei. Dann starten wir die Expedition mal. So, jetzt würde ich aber tatsächlich gern hier nochmal schauen. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld. Oh, wir haben sogar 600.000. Das ist doch eine ganze Menge. Ob wir hier noch etwas Besseres bekommen. Wir... Naja, gut, die ist ganz gut, wenn man sie in die, ja, wenn man sie in die Stadt packt. Aber ansonsten. Oh mein Gott! Wo ist ein Schiff? Ich brauche ein Schiff ganz schnell. Oh je, ich hätte das Schiff hier hinschicken sollen. Make sail. Schnell! Den wir haben. Safe. 45er Crafter, das ist natürlich wow. Hoffentlich ist das Schiff rechtzeitig da. Ne, ich kann den noch gar nicht kaufen. Mist. Ach. Das Schiff wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig da sein. Ich bin jetzt gepennt. Na gut. Nur noch ein bisschen rerollen. Wollte sowieso eigentlich eher nach einem Hunter gucken, wobei wir da eher in der neuen Welt gleich mal schauen müssen. Beziehungsweise, naja, heute Abend, Nachmittag, wann auch immer. So ein Mist, der ist tatsächlich gut. Ein 45er Crafter, das ist schon... Komm schon, schneller. Not everything of yours is out in the open. A bold new expedition, Admiral. Boah, kommst du jetzt bitte mal hier endlich in Reichweite, Schiff? Das gibt's jetzt gar nicht. Ich garantiere euch, in der Sekunde, wo unser Schiff in die Range kommt, oh mein Gott, haben wir ihn tatsächlich? Not enough to call it extortion. Wow. Oh. I'm watching. Das ist jetzt aber gemein. Jetzt haben wir uns den Mastercrafter gekauft. Und jetzt kriegen wir so billig hier noch ein 35. Gut, der Mastercrafter hat 45, aber trotzdem. Also dafür, was der jetzt gekostet hat, ist das aber ganz schön gemobbt jetzt hier gerade. Okay, Navigation Crafting. Oh, der ist aber auch gut. 25 Medicine für 26.000. Boah, ich glaube, den holen wir uns auch einfach mal, nur damit wir einen mit Medicine haben. Wobei, Moment, haben wir nicht die eine Tante hier, die wir gerade auf die Expedition geschickt haben? Moment. Wo ist unsere Expedition hin? Wir haben doch eine Expedition gestartet. Wo ist denn jetzt unsere Expedition hin? Ach, die haben wir noch nicht losgeschickt. Doch. Hä? Zeigt er hier nicht normaler? Er zeigt doch hier normalerweise an,
wie viel Moral wir noch haben und all solche Geschichten. Das rummage in the old sea chest. Diplomacy Medicine. Okay. Nach ihr gucken. Ja, sie hat 30 Face und 10 Medicine. Das heißt, es das heißt, es macht theoretisch schon Sinn. 25 Medicine. Ja gut, 26.000 geschenkt. If I find there is anything wrong, what makes you think I trust you? I'm watching your every move. Faith, naval power and force. Okay, der ist natürlich auch nett. Der ist für die Town Hall richtig gut, wenn du ihn in eine gute Stadt setzt. Und vor allem, wenn man später mit hohen Stadtkatastrophen und solche Geschichten spielt. Brauchen wir jetzt in der Beta tatsächlich nicht. Aber die Items und die Leute, die man... Also das ist schon Micromanagement, das ist schon mal ein ganz neues Level, was sie da eingebaut haben. Ach, hier ist tatsächlich mal einer, der ein bisschen hunting kann. Das heißt, du hast zumindest eine ganz, ganz kleine Chance. Oh, den kann man equippen und der bringt 35 Navigation. Haben wir allerdings meinen schon. Muss mal aufpassen, das wird langsam teuer hier mit dem Rerollen. At least you have a few rough edges. Zumindest mal 20 Hunting, ne? Besser als gar nichts. Einen mitnehmen können. Ja, 20 Hunting immer besser als gar nichts. Okay, richtig guten gibt es, wie gesagt, nur in der neuen Welt. Da guck mal. Jetzt gleich nochmal nach. Wir wollten sowieso noch ein bisschen was in der neuen Welt machen. Wir hatten noch auch unser Schiff rübergeschickt, was auch inzwischen angekommen ist. Ach ja, wir brauchen sowieso nur Holz und ja, das ist ja dann super. Okay, sehr schön. Ready for a challenge. It's indecent, your luck with islands. Ah, er hat schon alles automatisch umgeladen. Ja, okay, cool. Steersman. Dann kannst du erstmal zurück. So, jetzt wollten wir mal gucken. Wir haben hier auch einen Händler. Oh ja. Ein Albaner. Ja, wir haben ja jetzt zwei. Wir haben ja jetzt alle Inseln. Dann mach du mal. You are generous with your islands. Don't mind if I do. Moment. Was? Moment. Habe ich ihm gerade erlaubt, eine meiner Inseln. Die waren ganz zu schnell weg. Wo ist denn nun? Ach, das zweite Schiff hatten wir zurück in die. Also, wenn du jetzt eine von meinen Inseln besiedelst, mein Freund, dann kriegen wir auch richtig Ärger miteinander. Wir könnten tatsächlich noch ein zweites Schiff gebrauchen. Wir gehen noch mal kurz zurück in die alte Welt. Da müssen wir jetzt mal drauf achten, ob er jetzt einfach irgendeine Insel noch besiedelt. Aber warum sollte er uns um Erlaubnis fragen, um irgendeine Insel zu besiedeln? Das macht ja jetzt irgendwie auch keinen Sinn. Aber wenn er jetzt ernsthaft hier anfängt... Ja, wie soll das denn von den Spielmechaniken her funktionieren, wenn er eine unserer Inseln mitbesiedelt? Ah, yes. Ach, hier gibt es noch einen Händler. Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen.
Oh, okay. Der scheint aber... Aha, Town Hall, Trade Union, Town Hall. Oh, die Sachen bringen aber auch teilweise was für die Expeditions. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Oh, wow. Produktion plus 30%. Boah, also wenn wir das in die Nähe, in unsere Schwerindustrie packen, dann... Boah. Happiness minus... Happiness minus 3, Chance of... Ah ja, okay. Was das bringen soll? Wow. Also, so ein Item hier in die Schwerindustrie, da hast du aber richtig gewonnen. Ich meine, gut, Chance of Fire plus 30%, aber setzt eine Feuerwehr daneben und dann geht das auch. Zumindest auf den niederen Schwierigkeitsgraden. Wow, also da kannst du ja wirklich Sachen machen in dem... Once I'd given it back, the goose and I became firm friends. So, jetzt lass uns mal gerade gucken. Brauchen wir noch einen... Eigentlich brauchen wir noch einen Clipper, oder? Frigate First Class. Ach, wir können doch einfach nochmal... Don't come with doubts. Too many lie on me. Wo kam die Meldung? Warum poppt ihr die Meldung jetzt einfach auf? Schicken wir dich mal in die neue Welt. Auf ein zweites Schiff da. Ich habe sowieso eins zurückgeschickt. Okay, kann man einer erklären, warum jetzt ununterbrochen diese Meldung hier aufpoppt? Was soll das? Make sail! Okay, ich glaube, so langsam haben wir dann doch das, den einen oder anderen Bug gefunden. Boah, wir waren doch schon bei 6000 plus. Was ist denn jetzt passiert? Ich sollte wirklich mal aufpassen. Wir sind jetzt hier ein bisschen... Stations. Warum stehst du hier einfach rum und machst nichts? Dann fahr du auch mal rüber in die... Neue Welt, ihr verteidigt zumindest unsere Insel, okay. Ich bin ja mal gespannt, es gibt ja so ein bisschen Gerüchte, dass man später auch noch hier bauen kann. Und hier unten ist noch so ein Wüstengebiet, dass man das hier dann auch mit einem DLC oder einer Erweiterung oder so besiedeln kann. Das wäre natürlich schon ganz schön cool. Wäre mal gespannt. Also hier so ein bisschen im Eis und Schnee und so, das wäre natürlich auch noch ganz nett. Ach, hier kann man aber sogar die Pirate Hunts... Oh. Winter Forest... Auch nicht schlecht. Ne, Moment, in der neuen Welt wollten wir einkaufen, wir haben aber überhaupt kein Schiff. You are sure you weren't followed. A new commission? Ach doch, hier ist doch unser Schiff. Ja. Good to see a friendly face in these times. Oh mein Gott. Ja, 30 Crafting. Oh, ho, 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 ho. Bananen. Aber wir haben... Na, Bananen haben wir aber auf beiden. Das können wir jetzt ausgerechnet nicht gebrauchen. Die Frage ist, haben wir drüben Hunter? Ja, wir haben, können wir uns sowieso nicht leisten. Was wir uns allerdings mal holen können, sind die beiden Sachen für unseren Zoo.
Das kann man machen. Die sind nicht so teuer. Und wir haben noch mal ein paar Sachen für unseren Zoo. Oh, man kann auch Sachen ins Museum sockeln. Aha, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Parts of the Set Rainforest und... Oh, wenn wir einen Pelikan bei einer Expedition mitnehmen, kriegen wir noch mal 20 Faith. Das ist natürlich auch nett. We search all our visitors. The necessary precaution. Aufpassen. Wir haben noch einen Slot. Ready to evacuate at a moment's notice. Auch schön. Aber ich hätte jetzt tatsächlich entweder mal gerne einen schönen Hunter. Oh. Ja gut, Attractiveness nur plus 10, auch wenn sie schön aussehen. Ja, ich hätte jetzt gerne einen richtig schönen Hunter mal. Wobei die Frage ist, ob wir für einen schönen Hunter überhaupt das Geld haben, weil die richtig guten Hunter... Boah, Crafting 30 ist schon gut. Ich glaube, das ist aber nicht korrekt übersetzt oder zu Ende übersetzt oder so. Das sieht jetzt irgendwie merkwürdig aus hier. Auch weil mit diesem B, das ist doch... But securing our people a future free of La Corona. Vielleicht have to stick together. Vielleicht nicht unbedingt HTML-Code, aber zumindest Lua-Code oder so. Das ist doch nicht... Produktion und plus extra Goods. Ja, das macht dann Sinn. So, wir haben aber noch einen Slot übrig. Das heißt... Oh mein Gott. Ja gut, aber 300.000 werden wir so schnell nicht hinkriegen. Aber so einen richtig schönen kleinen Mastercrafter mit plus 40, das wäre natürlich jetzt was. So, jetzt lass uns mal überlegen. Wir haben noch einen Slot und da packen wir uns jetzt noch die Schmetterlinge rein. We would welcome more volunteers. Ready for a challenge. Und dann schicken wir dich zurück in die alte Welt. Jawohl. So, wenn dann noch ein Schiff kommt, statten wir hier den Kontur nochmal aus, wobei wir zumindest ein paar Gebäude bauen können. Ja schon mal ganz langsam ein bisschen anfangen. Wir müssen sehr kompakt bauen. Das heißt, wir fangen an. Zehn. Your ship has returned from its voyage. Produces. Timber verbraucht aber keinen und ihr braucht auch keins. I could simply go to press. I'm really much better at self-editing on paper. Ach, jetzt beschwert er sich, dass wir keine Universität gebaut haben, weil wir den Bedarf schon haben. Okay. So, jetzt brauchen wir aber schon ein paar Leute. Darüber beschwerte sich natürlich jetzt schon und das auch zu You reached a new milestone. Ein paar Arbeiter müssen wir bauen, weil in der Beta ja auch der Transfer von den... Müssen wir ein Warenhaus bauen. Metal plows change things, I'll grant you. But for better or for worse. Wir keinen Marktplatz haben, das kriegen wir gerade noch hin.
My harmonica never sounded cheerier. Dann werden wir noch eine. So, dann haben wir hier zumindest mal ganz, ganz. Your ship has returned from its voyage. Grundlegend die Bedürfnisse erfüllt. Wir brauchen 4 Holz, was wir im Moment Admiral. Gar nicht. Admiral. So, wir müssen allerdings. Pünktlich in 5 Minuten Schluss machen. Das tut mir sehr leid, aber zu spät kann ich meine Tochter nicht im Kindergarten abholen. Wir machen dann. Okay, jetzt mal langsam gut hier Musik. Dankeschön, wir haben es jetzt alle verstanden. So, 25% 30, das heißt. Okay, sehr schön. So, sobald hier ein bisschen die Holzproduktion losgelegt hat, bauen wir auf jeden Fall noch eine Feuerwehr. 4 Holz, das geht ja relativ zügig. Wir können gerade mal gucken hier für die erste Produktion. Haben wir da genug? Ach ja, gut, die Straßen brauchen gar nicht mal so viel. Game saved. Das werden wir gleich auf jeden Fall vergessen, deshalb möchte ich jetzt eigentlich gerade noch schnell, genau so, da ist jetzt auch schon die Feuerwehr. Was ich allerdings auch noch gerade kurz kontrollieren bzw. mal testen wollte, war, wenn man die Straßen upgradet. Erhöht sich dann auch die Range von der. Ich meine schon, oder? Das ist doch mehr geworden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ihr seid ja hier eigentlich. Wir zimmern hier nochmal gerade ein paar Leute hin. Weil nachdem wir jetzt doch die ein oder andere Produktion gebaut haben, müssen wir uns jetzt nochmal darum kümmern, dass wir auch ein bisschen Plus machen. Und wir müssen nochmal nach unseren Schiffen gucken. Oh ja, guckt mal an. Madison. Oh, wir haben schon einen Mastercrafter. Okay, ja gut, dann ist das ja gar nicht so kritisch. So, das heißt, wir kriegen Glaube ganz gut abgedeckt. Wir haben jetzt auf jeden Fall Crafting. Wir haben einen mittelprächtigen Hunter. Wir haben hier nochmal einen Doktor von Madison. Hier haben wir ganz gut Face, also Glaube. Ja, also wir könnten noch einen besseren Hunter gebrauchen, aber ansonsten. Ah ja, Diplomatie. Wir haben nur hier den. Eigentlich bräuchten wir noch einen guten für Diplomatie. Okay. Your ship has returned from its voyage. So, schicken wir dich auch nochmal in die neue Welt, weil aus der neuen Welt. Oh. Haben wir hier überhaupt keine Feuerwehr gebaut, bitte? Oh je. Red Sky Morning! Shepherd's Warning! Oh je, sehe ich das gerade richtig, dass wir hier überhaupt keine Feuerwehr gebaut haben? Was? No space left here! Oh ja. Fisch ist tatsächlich voll. Die Feuerwehr fährt erst gar nicht los, hm? Oh je. Oh, oh, das werden wir wohl
Oder? Wo ist es? 30... 40... Nee, Expedition. Das tut mir leid, da habe ich jetzt gerade... Na doch, das wird aber... Na, 40... Ja doch, das wird aber klappen. Hier ist das Feuer gleich schon aus. Hier 40. Dann gucken wir mal gerade, was die Expedition jetzt will. We're adrift. 45 wird ja wohl. Schön. A fire broke out. Oh nein. Oh. Also jetzt ist hier aber mal richtig Action angesagt. Was ist denn jetzt hier zum Ende des Streams noch los, Leute? Hier steht ja wirklich alles in... Ach, natürlich, weil die in die Luft geflogen ist und da... Ah, ja, da müssen wir im richtigen Spiel auch echt aufpassen. Also es gibt so gewisse Gebäude, die neigen dazu zu explodieren. Und dann kriegen natürlich auch wirklich alle umliegenden Gebäude Schaden, weil wenn ihr euch hier mal anguckt, hier steht jetzt gerade alles in Flammen, weil die hier explodiert ist. Na gut, also für den Stream, ganz ehrlich, ist das hier mit ein bisschen Action und so. Und vor allem, guckt euch mal an hier, das sieht ja wirklich so aus, als ob das explodiert ist hier. Alles weg und so. So, wenn jetzt das Feuer noch aus ist, dann können wir das noch gerade... Jawohl, genau, dann können wir die nämlich neu bauen, dann geht es hier auch weiter. So, das ist fertig. Das Feuer hier ist dann inzwischen auch erledigt. Sehr schön. So, dann können wir gerade nochmal... Oh ja, sehr schön. Du bist auch da. Dann können wir nämlich die Items hier auch einlagern. Und dann können wir uns heute Abend nochmal mit unserem Zoo beschäftigen. Auch wunderschön. Du fährst bitte auch zurück in die neue Welt. Hier gucken wir nochmal ganz kurz die Lagerräume durch. Wie sieht das aus mit den Nähmaschinen? Ja, gut, aber die Nähmaschinenproduktion ist, glaube ich, auch sehr, sehr langsam. Nö, eigentlich gar nicht. Okay. Na, dann ist der Verbrauch doch ziemlich hoch. Die braucht nur 30 Sekunden. Oh je. Na, dann haben wir doch einen ganz schönen Verbrauch davon. Aber gut, wir haben ja inzwischen auch 1500 Artisanen. Das ist natürlich auch eine ganze Menge. Gut, Canned Food ist auch so niedrig, weil wir ein bisschen was mit auf die Expedition genommen haben, wenn ich mich da richtig erinnere. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir zusehen, dass wir heute Abend uns noch ein bisschen drum kümmern, dass wir unser... Plus noch ein bisschen steigern. 3800 oder 3700 ist zwar ganz nett. Dadurch, dass wir aber auch noch einige Inseln und so weiter und so fort haben, würde ich das gerne nochmal ein bisschen steigern. Dann kümmern wir uns um den Zoo. Okay. So, dann vielen Dank fürs Vorbeischauen. Tut mir leid, dass es so ein kurzer Stream war, aber gut, es war ja angekündigt und so. Ja, ich
kümmere mich jetzt erstmal um meine Tochter. Und ja, 17 Uhr ist ein bisschen knapp, aber ich hoffe, dass ich gegen 18 Uhr wieder online komme. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir ja dann heute Abend in aller Ruhe noch Arno spielen, wenn die Beta wirklich zumindest bis 3 Uhr kommende Nacht verlängert wurde. Und gegebenenfalls schauen wir dann aber auch mal in den neuen Titanfall Free-to-Play-Shooter rein, wenn der wirklich um 17 Uhr soll der Stream losgehen, ob der dann nur angekündigt wird oder ob er wirklich released wird oder so, schauen wir einfach mal. Ansonsten haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Ahnung zu spielen. Ich wünsche euch bis dahin erstmal noch einen schönen Nachmittag. Game safe. Macht's gut und wir sehen uns dann. Na, jetzt kommt die Expedition gerade noch. Jetzt habe ich euch auch noch eingeschaltet. Dann dürft ihr das jetzt noch mithören. Da kommt ein Inspektor und wir haben 30% Chance. Dank dem Champagner und es hat funktioniert. Okay, alles okay bei der Expedition. Und jetzt ist das Arno auch aus. Alles klar. Gut, dann vielen Dank nochmal fürs Vorbeischauen. Wie gesagt, einen schönen Nachmittag und wir sehen uns dann in 4 Stunden. Alles klar. Danke und bis bald. Bye bye.